Lieblingsplätze in Tölzerland, Tegernsee und Schliersee heißt das Buch von der Historikerin, Fotografin und Autorin Heike Hoffmann und dem Herausgeber der Zeitschrift Kulturland, Stefan Bös. Welche Lieblingsplätze haben Sie denn am Schliersee oder um den Schliersee gefunden? Also da fallen mir zwei ein. Das eine ist dieser wunderschöne Naturspielplatz, der am See ist. Und das andere ist die Luncherie von Schliers Whisky, das da hinten ist und wo man so einen wunderschönen Blick hat und gut essen kann. Aber es hätte auch noch sicherlich sehr viel mehr gegeben, zum Beispiel die außergewöhnliche Insel im See Wörth mit dem sehr schönen Strand auch. Das wäre auch eine Möglichkeit, das Buch irgendwann fortzusetzen. Also die Möglichkeiten sind groß. Für wen haben Sie denn dieses Buch geschrieben? Also wen soll das ansprechen und vor allen Dingen, wie ist es aufgebaut? Also aufgebaut ist es regional. Man kann also so, soll ich sagen, in der Schleife durch die Lande fahren mit dem Buch. Und es richtet sich eigentlich in einem bunten Mix an alle, an Familien, an Kulturinteressierte, kulinarisch Interessierte, die gerne gut essen wollen. Sicherlich an die, die das Land neu kennenlernen, die Region neu kennenlernen, aber uns war wichtig auch an die, die hier leben. Sowohl die Leute vor Ort als auch die Touristen. Also das ist ein Buch für Körper, Geist und Seele, fasse ich das einfach mal so salopp zusammen. Es ist im Gmeiner Verlag erschienen und ist im Buchhandel erhältlich. Online ist es erhältlich und natürlich auch in der Schliersee Bücheroase.